so lange ist Bein nicht zu setzen. Nice. Und du bist der gleiche Typ, in dem wir zurückfahren. Geil. Vollziehbund. Regenbogen gesehen. Ich stelle doch schon diese... du weißt schon, oder? Dieses... genau. Das wurde dann wieder, wurde weggemacht, aber es hat hohe Proteste und dann wurde es wieder hingemacht. Weil der Bodo muss es auch so gewesen sein, ich weiß nicht, ob die Bodo noch gibt. Also schau dich bitte. Ne? Voll, die erste Klasse, hier nicht. No. Leute, erster Klasse. Ihr nicht. Er griff zurück. Da! Die Oma. Oh. Nee, die Wiederholung ist jetzt RB74, oder? Nee, RE3. Ja, der fährt ja bei Moser vorbei. Mhm. Willkommen in der BRB nach Bayerisch 10. Welcome aboard of the BRB to Bayerisch 10. Nächste Halt, Donnersberger Brücke. Umstieg zu den S-Bahnen. Change here for S-Bahn Lines. Liebe Fahrgäste, im Freistaat Bayern gilt die öffentlichen Verkehrsmittel. Oh, scheiße, ich habe vergessen, die Sperrstunde zu machen. Erlaubt sind hierzu ausschließlich beachten Sie beim Aussteigen auf den Höhenunterschied zum Bahnsteig. Please mark the height of the platform. Ausstieg rechts. Die Füsser BRB ist so schlecht ausgestattet. Ja. Weil da ist in der ersten Klasse nicht mal eine Steckdose. So schlecht gemacht. Ich dachte, in der ersten Klasse gibt es eine Steckdose bei der Füsser BRB, aber nicht mal da gibt es eine. Also bei BRB. Ja, wir müssen wieder warten, weil hier ist halt so voll und hier ist gar nichts. Ja, wie Oberland. Wie hier. Ist neu, ist nur, ich auch nur 2 Jahre neuer wie. Ding. Die Aura ist auch geil. Das war der erste Ferientag, ist der richtige. Aber halt hier sind die Fenster so geil. Das ist ein bisschen doof, aber. Geil. Ja, das will ich ja weniger pöbeln. Und das ist viel mehr seine Ruhe. Und trotzdem nicht mehr, wenn der Wald nicht da wäre, würde ich so nicht hochschauen. Ich ist schon selten so hoch. Und wenn der Wald dann in die Scheibe gehen, alle der Mond in Westbahn und Rätsel. Wollte ich mit Robin auch machen. Schau. Ich wünsche mir einfach zu Ostern mit dir Railjet. Alter. Ich wünsche dir Bayern-Ticket, die erste Klasse Tour. Ja, stimmt. Dann teilen wir uns das Geld. Dann können wir das kostenlos machen. Dann kann ich dich kostenlos mitnehmen auch. Ja. Für die nächste Tour. Und ich nehme dich dann Railjet mit. Beziehungsweise du mich, weil du mich ja irgendwie dann kostenlos auch... Bei Antike scheint dich ja nicht kostenlos. Achso, ja, schon. Boah, aber nach Dings Rated, nach... Ich würde an den Eltern... Es ist immer schwierig, an den Eltern zu bringen, weil ich habe größer und gar keine Süßigkeiten, gar keine. Aber das wäre eine Bayern-Ticket-Tour und Westbahn. Was ist Westbahn nochmal? Die Standardkiste. Oh, geil. Ich bin auch nicht gestern gefahren, das ist schon geil. Allerdings gibt es die Premiere, die nächste Woche.
München wie sie halt Westbahn, erste Klasse. West, es ist ja, nee, es lohnt sich gar nicht mehr so. Weil es gibt 2 Plus und West, erste Klasse. Das ist genau das gleiche. Ja, Westbahn hat nicht Zug gebucht. Das war so dumm, weil da war alles verdammt teuer. Und der früh gebucht und nach Wien 4,90 Euro. Einreisende Kinder die Hälfte, das ist 92 Knie. Für einen Spottpreis. Und das in der Premium zweiten Klasse. Und das ist immer die First Class, ist, nee, First Class lohnt sich überhaupt nicht, das ist absolut überteuert, das blutet nichts. Na, kriegst du Champagner oder was? Mhm, dann wird man, ich kann das Video schicken, wird man ein Glas, eine Flasche Wasser und eine Tageszeitung, aber das kostet ja auch nicht viel. Lohnt sich nicht, zweite Klasse plus machen wir, wie mit Robin. Das Ausschauen und es ist, das gleiche wie die erste Flasche. Ich kriege eine gratis Flasche Wasser, die man sich zu Hause abfüllen kann. Und die Tageszeitung kann man sich von zu Hause auch mitnehmen. Aufstieg links. Bye. I have actually Book of Rages. Und ich wäre Westbahn gegangen. So. Oder ICE. Mit Schneeberg. Nürnberg, München, weißt du wieso? Gibt es selbst wie ein Bier? Wie lange Bier? Ich hoffe, die sind normalerweise auch sehr freundlich. Das ist in der Oberland. Ich habe noch nie einen Arschloch. Ich bin in der Kurve runtergefallen. Ist das meine? Ja. Ich bin ja, ich hab die Finger zu. Ah, gut. Ja. Aber ich dachte, da wäre eine Bank halt ein Ding davon. Genau. Ach doch, ich ICE fahren, ne? Einen was Geiles, zweitens, weil... Warte. Wie viel? 5 Geil. Und 60 Likes. Ist es wie? Weil diese 420er Abfahrt, ich habe mich aufgeführt. Schätzt mal, wie viel Aufrufe die 420er Abfahrt hier hat. 1290. 2165. Und wieso hat das so, diese kleinen Videos und so krass. Schau nicht. Warum? Aber du isst eh nicht wegen Zahnspannung. Bin ich gar nicht. Wenn du zwei hast, kannst du mir gerne was abgeben. Theoretisch. Ist egal, ist trotzdem. Für die eher essen als diese 2 Dinger. Snickers sind ein bisschen schwierig, aber. Ja, endlich war das schon mit den Vorbereiten mit der BRB. Diese Straßenbahn durch die Stadt werden. Hä? Wo? Die gibt es in jedem Train-Simulator TSB. Und das ist immer so das Video. Aber wenn es die Strecke Tram München gäbe, würde ich mir das Ding gönnen. So das Rennen oder halt mit dieser Zugbahn oder so. Ist das die Spurgröße, die richtige? Normalspur. Glaube ich. Die Leute, der Penner geht jetzt in die Toilette oder was? Und sind wir jetzt in München-Sörn oder was? München-Sörn 17.39.
Change here for a 7. Ausstieg links. Leute, wenn man nach Füssen erste Klasse fährt, ist es eigentlich nur, dass es hier leer ist. Sonst Bequemlichkeit ist eigentlich gleich. Ja, es ist auch hier das Gleiche, aber nur da gibt es keine Steckdosen nach Füssen. Das ist ja wie gesagt, die Füssen-DRB ist halt auch so der Schrott und die Oberland ist halt voll geil. Ja. Hier sind in der Neustadt angekommen. Die Füssen-DRB hat weniger Ausstattung wie 628. Vielleicht hat der sogar eine Steckdose in der ersten Klasse. Kann ich mir gut vorstellen. Immer Mund noch, danke ich. Geiler.
weil ich vor dir Dings war. Alles entschädigt. Aber es ist schon schnell. Das ist halt extrem geil, wenn du diese Stadt hier mit so hohen Geschwindigkeit durchfährt. Aber schade, dass sie den Wind nicht den Pendolino zum Beispiel mal fährt. Das ist ja schon cool. ICE hat oder was? Was? ICE meinst du? Ja, zum Beispiel. Also. BRB. Ja, ich meine nur für das Feeling. Verstehst du? Das durch die Berge und so. Zürich machen wir. Weil du da so Fernverkehrsgärten eingeführt. Ja. Das hält dir jetzt auch. Aber hier sind eigentlich immer die nettesten. Ja, bis auf die Lokführer sind bei der Oberland-BRB die besten. Ja. Und bei der normalen BRB schafft es eigentlich auch ganz nett. Nur ich bin mit der neuen BRB, da ist höchstens der Sound im Wind 81. Weil die haben mit 81 ganz leicht ein bisschen besser. Integral-Ding geschenkt, der Schaffner. Also Schaffner ist ultra nett. Ja. Okay. Endlich verlassen wir mit einem Video, den ihr für vorbereitet. Das ist Wahnsinn. Schließlich stehen wir wahrscheinlich wieder in der Möglichkeit. Aber ich war lange nicht Bayerische Zell, wo ist das? Das ist noch in Deutschland, oder? Ja, klar, Bayerische Zell. Aber wenn man weiterfahren. Ich war dazu, ich war einmal in Bayerische Zell, einmal. Tja, Holzkirchen verpassen. Ich war mir ein bisschen lang. Ich war einmal Schlesien. 2018 im April und im Januar 2018 war ich zum Spaß mal mit der Bockintegral in Bayerstell, Zabe Winter. Ich finde, wenn Wind und Integral fahren würden, so abwechselnd, wäre das geil. Hier. Und genauso, ich finde immer allerbesten, wenn alle Züge fahren. Ja, kein Zug muss gehen, sondern einfach alle fahren. Ich bin abwechselnd Alex und 612 als RE70 nach Lindau und Sinn-Lobersdorf. Dann zum Beispiel auch ETR 610 und 218 EC abwechselnd, hat der ETR 610. Ja. Der ETR 610 alle 4 Stunden nach Memmingen und die anderen, also das ist 2 Stunden Takt deshalb, das ist sicher jetzt. Und der andere, der EC 218 halt über Kempten, weil der keine Stunde ist. Dann haben sich aber beschwert, dass die eben keine, dass die abgeschnitten sind. Ja. Ich finde die Fenster aber auch saugeil. Das hast du wirklich die Strecke. Eins, was ein bisschen stört, ist dieser, aber das stört nicht so schlimm. Der ist, Hab ich dann bei der Rückfahrt, also so sitzen, wie du gerade. Weißt du, was ich meine? Nee. Egal, wer am Schluss sitzt. Nee. Ah, doch, hast du schon. Kannst du mich sitzen bleiben? Ich weiß schon, wie es da ist. Ich bleibe sitzen. Was machst du? Ja, ich weiß, dass du irgendwas weißt, was ich nicht weiß. Egal, scheiß drauf. Lass dich überlegen. Würdest du den Nürnstern nachher noch kommen? Kennst du? Ja, was denn? Das ist auch richtig satisfying, wenn der Chef.
Das ist einfach das gute Gefühl. Genau, das ist das gute Gefühl. Wenn der jetzt 480 fahren würde, obwohl der irgendwann weiß, dass er 140 fahren darf, dann triggert das. Wenn jetzt, ich finde, wenn der Lokführer die Geschwindigkeit fährt, die er darf, ist es auch in Ordnung. Wenn er 80 fährt, auf einer Strecke, wo er 80 fahren darf. Nur vor allem 612. Eigentlich nicht. Und ich sage jetzt hier nur 100, so 100 fahren würde, würde ich mich triggern. Überpünktlich. Ja, das sollte. Das ist geil, das ist hier bei BRB immer so. BRB ist nie zu spät eigentlich. Doch, einmal. Ja, quasi. Und wenn wegen der Deutschen? Ist ja wegen der Sonne im Glas. Was? Ja, Berge. Deine Sicht. Wir sahen eben so dumm, weil da hatten wir, da war irgendwas mit den Gleisen, bis im Video. So, da mussten wir dann, haben wir so, ist der BRB so lang gefahren? Da haben wir Tim hat dann einen schlechten Eindruck gehabt, also mein Freund von der BRB. Weil die halt dann genau da, wo wir in Peterlink als Anschluss zukolten, wir waren dann schon mal in Peterlink vorher unterwegs, von Geltendorf nach München, dann wollten wir noch von München nach Geltendorf. Das sieht man nicht. Das sieht man in der Maske, das muss ich machen. Weil dein Gesicht ist nämlich da, wo der Himmel ist, das ist ziemlich lustig. Krass. Autobahn halt. Wenn wir zum Münchner Hauptbahnhof rausziehen, also ein Auto zu, also mit BRB von Münchner Hauptbahnhof aus, nach Holzkirchen müssten. Zum Bahnhof. Das ist unfair. Und mit der BRB deutlich schneller. Und zu einem bestimmten Punkt, zu Fuß, also vom Haus, wenn man halt das zur S-Bahn muss und dann so, das ist gut, aber man lieber hat man nicht. Hä? Also warum ich den IC? Was war das denn jetzt gerade? Umleiter über Rosenheim und Molskirchen oder so? Ich kann sagen, dass es ein Umleiter war. Oh. Das kommt nicht. Was? Nächster Halt, Molskirchen. Letzter Halt im MVV. Umstieg Richtung Rosenheim. Tschi-Tschi vor Rosenheim. Dieser Wagen fährt nach Bayerisch Zell. Zur Weiterfahrt Richtung Lingries, bitte in einen anderen Wagen umsteigen. Zur Weiterfahrt Richtung Tegernsee, bitte in einen anderen Wagen umsteigen. This train unit goes to Bayerisch Zell. Ja, Passengers also ich bin so aufmerksam geworden, weil ich das in dieser Linken, deswegen werde ich Ihnen zu verdanken, dass wir jetzt wieder Zug fahren. Passengers traveling towards Tegernsee, please change the Kanal, rechts. Die Züge im Allgäu sind. Mal zufällig getroffen haben. Ich bin Zugturm nur und der war im Bett und darf uns rocken. Das ist echt lustig. Stimmt, der Held, ja, ich glaube, da fährt auch dieser IC gerade. Der Meridian, ja. Ich glaube, halt, der hält nach Rosenheim und Rosenheim fährt diese ICs. Ja, was ist los? Hey, wer ruft dich an? Keine Ahnung, was sind für eine Soße überhaupt? Was ist denn da drin? Ja. Mit Öl. Mit was? Hm? Ja. Dann passt ja, dann möchte ich das auch. Sicher. Genau, Tomatenschleiß muss rein. Tomatensauce. Aber wenn. Aber sicher, wenn keine Tortillas mehr da sind, ist es auch egal, dann kannst du auch Nudeln machen. Wenn auch alte. Ja, schön. Wenn auch alte Nudeln da sind, kannst du auch die nehmen. Dann egal, dann nehme ich diese Tortilla. Dann ausgewählt. Gut. Ciao. Geh mal. Ja,
Wer weiß es? Der IC war da wegen Personenschaden in den Trafen. Zeig. Okay. 100 Minuten. ICE ist aber plus 100 Minuten. Was? Wegen, wo ich das Nein, sein. Da steht 100 Minuten. Achso, wegen der S-Bahn, ne? ICE 100 Minuten zu spät oder so, war da eingestanden. Und war nur wegen irgendwas Dummes, irgendwas, das gar nicht sein kann, dass es 100 Minuten war, ich weiß es nicht mehr. S-Bahn hier vorbei, ha. Steht da hinten die BRB gegen. Ja, das ist über der S-Bahn, das sieht man nicht. Ich fange jetzt auf Einzelzug weiter. Ja. Dunkel. Da ist er. So, jetzt geht's weiter. So, ab hier ist dann keine Überleitung mehr, oder? Die geht dann auf die neben die Gleise, die Überleitung. Der ist da, der ist öfter. Ich dachte, ich war dieser zweite Teil da hinten, aber warum müssen wir auf den auch noch warten?
wieder Stopp, fahren wir gleich selbst gleich los. Ja, jetzt hat eigentlich. Ich hab nichts gesagt, dass die BAB keine Verspätung hat, sondern endlich. Ach, das ist die Auto, die ist essbar. Diese Ausfahrt ist liegen. Seit 4 Jahren hab ich den nicht mehr. 4 Jahren? Mhm.
Nicht. Nein. Ich finde das so cool mit dem Holz da. Also die Holz auch Gefällt mir. Da war ein Rabe. Der wird sich freuen.
keine 100 Kilometer. 10 Stunden. Pause heute, ne? Ja, ja, natürlich nicht. 10 Stunden? 10 oder 11 Stunden. Was? So lange haben wir das noch nicht brauchen. Wenn ich mit meinem Vater allein unterwegs bin, würde ich freuen. Ja, 4 allein. Stunden. 4 Stunden brauchen. Bei mir liegt es nicht, wenn wir dann brauchen. Ja, bei meinem Bruder oder bei meiner Mutter. Genau. Uns geht auch so. Mein Bruder, der geht 5 Meter mit 1000. Das nervt. Ja, nicht, aber der ist halt so lahm in der Fußball und Schläge. Ja, man kann da 20 Kilometer durchgehen fahren oder so. Und dann hat man das Gefühl, der schneller. Also 25 durchgehen. Ohne Pause schafft man, also man vorab, das ist drücken hat, dann schafft man nur 25 Kilometer. Also in 10 Kilometer, wenn das eine schöne Strecke ist und man schnell fahren kann. Ich nenne es mal Radlautobahn. Es gibt nämlich eine Radlautobahn, Passau Wien, glaube ich. Nur einfach Schnellstrecke, der Radl ist nicht so eine aufwendige, wo man random irgendwas zusammenfinden muss, sondern einfach Radlautobahn, wo man dann gleich einfach 25 km pro Stunde zurücklegen kann, wahrscheinlich, wenn kein Wind geht. Also kein ja auch ein starker Wind. Nächster Halt. Ja, stoppen. Ausstieg links. Gut, habe ich eine Vollgasabfahrt von diesem Radfahrer. Die Hose noch genau das mit der Intervall voll das abfahren. Und dann mit dem Unten. Heute. Und ich wundere mich nicht. Ja. So, ich schaue es immer noch drin. So, vor jetzt gehen. Integral, diese Vollgasabfahrt. Hier haben wir auch, da ist auch irgendwie hinter dem Problem, im Käse. Also dieser Stoff im Käse hätte ich jetzt schon nicht mehr aushalten. Ja, okay. Ja, das ist ja zweite Klasse eigentlich. Ja, das ist ja auch sehr hart, aber das ist ja eigentlich ein Käse. Das ist halt streng hart, die Sache. Das ist harter Stoff. Dann lass es mal. Sich raucht einfach nicht. Einfach. Vielleicht fährt sie ja jetzt mit Luft. Wieso kann man aber nicht Luftdruck verwenden zum Antrieb? Man kann halt am Anfang mit so Strom an so einem Kompressor einfach so einen Luftdruck aufbauen. Da halt irgendwie den langsam in die Räder reinlassen und so. Mhm. Einen riesigen Luftdruck da. Das ist vielleicht nicht auf lange Strecke, aber immerhin. Für Autos, ne? Ja, das ist ja zu klein. Autos haben zu wenig Platz. Also ein Dampflok zum Beispiel könnte man anstatt dem Wasser, Kohltank einfach da einfach Druckluft aufbauen. Oder einfach so eine Maschine, die die Luft so schnell beschleunigt und zum Beispiel bei Autos, dass dann halt gegen die Reifen macht und desto mehr man Gas gibt, desto mehr Luft, desto schneller. Mhm. Und dann geht das so. Lüfter da hinten wieder. Ja.
100 Mal oder so. Da wohnen ist, glaube ich, auch schon geil. Ja, nicht ganz so gut, wenn man nachts zum Urlaub zu machen. Das muss richtig geil sein. Ich will mal in einem Hotel in München übernachten. Frag mich wieso. Also das ist aus Prinzip Mosach, bei dem alle Mosach. Das ist immer interessant. Wenn man da Zug spotten kann. Es gibt in Zürich so ein Hotel, wo so da oben so, war so TikTok machen oder so. Dann hat man das Nein, gesehen. In Ingolstadt, Intercity Hotel. Das ist ja direkt beim. Ich nehme. Ich weiß. Weißt du, dieses Haus da, da bei zwischen zwischen Donnersberger Brücke und dieses Glasfront, diese riesige. Ah, ja. Ich wünsche, das ist ja auch ein Hotel, da würde ich auf jeden Fall mal hingehen. Das wäre der geilste Spot davon. Das wäre der gute, aufs Dach gehen. Das ist in diesem Bereich ja zum Beispiel die Lobby oder so. Der Check-in da.
Wollen wir noch am Spielsee vorbei? Nee, oder? Doch. Ja. Sie muss ja umdrehen. Au! Weißt du, wo wir beraten, wo raten mussten, weil Städte weg sind? Die erste Verwählung, lang, gell? Echt? Ja. Weißt du noch, wo wir erraten müssen, weil Städte weg sind? Wo ich ja so gut war und du nicht. Wollen wir das wieder machen? Was? Erraten, die weil Städte weg sind. Was? Ich hab dir gerade nicht zugehört. Erraten, die weil Städte weg sind. Und wir Google Maps dann überprüfen. Okay, mach mal. Mit deinem Handy wieder. Ja, warte kurz. Am Ende geben wir sie ein. Überleg dir was. Okay, dann sagen wir Kiel. Ja. 750. 900. Okay. Kiel. 895. Okay, Alter. Okay.
der Frau? Ich sag 490. Ich schätze 450. Ich war näher dran. Ja, egal. Wir haben trotzdem verloren. Doch, wer näher dran ist, hat gewonnen. Okay. Brüssel. Zu welchem ist Brüssel, gell? 700. Wie viel haben wir Köln nochmal? 500 irgendwas, glaube ich. 73, ja. Brüssel. 700. 890. Ja, 57. Mhm. Ich bin hier dran. Fuck. Okay, Paris? 600. Ach, nein. Ja, doch. 700. 700. Nächster Halt. Wie viel hast du gesagt? 450. Ausstieg.
450. Es ist 402 und ich hatte 379. Okay. Dann bin ich näher drin, oder? Ja. Das ist schon okay. Salzburg. 280. Nein, 180. Ja. Du müsst ja von der Innenstadt raus, 180. 144. Das ist wenig. Ja, mit der BRB holt eine Stunde 30 ungefähr. Mit dem neuen Zug, wo ich mich alles in Salzburg. Ja. Busbahn. Dann. Ich sag 300. Wie viel? 300. Dann gehe ich 10 runter, sag 290. Ja, 295 habe ich. Wie viel magst du? 295. Dann sag ich 290. Ruf. Berlin hatten wir schon, ja. Nee, hatten wir ja nicht. Doch. Das war schon. Bonn. Bonn ist in Bern. Nee, 580. Ich bin noch. Egal, okay, 550. Sag. Bonn. Wie viel? Also ich sag, du sagst 550, ich 580. Ja. Boah. Ich gewonnen. Ja, ja. Gut, dann nehme ich Frankfurt. Also Frankfurt 369. Zu Frankfurt, nee, 400. Sag ich. 130. Ich kenne Kuhstände.
Kuchen. Ja, ich habe gewonnen, obwohl das komplett unter der Zahl lag. Aber krasses Kuhstall. Ja, 90 nur, das ist ja wenig. Innsbruck. 210 Innsbruck, sag ich. 230 ist Innsbruck. Über Kufstein fährt und 160 normal über Garmisch fährt, der wird über Kufstein sein. Okay, wie viel? 230. 230, ich habe wie viel gesagt? 210 oder so. 220, ja. Also ich finde das echt wenig mit dem Auto. Das ist echt wenig. Die andere Strecke. Das ist eine andere Strecke. Das ist ja nichts. 151. Da hätte ich vielleicht 160, habe ich gesagt. Du hast 200. 230 bei der anderen, über Garmisch habe ich 160 gesagt. Gut, dann nehmen wir Garmisch-Partenkirchen. 110. 100. Ja, das wird wahrscheinlich 90 sein. 89. Ja, gewonnen. Er ist echt nah. Mhm. Wobei, mit dem Auto fährt man wieder eine Stunde. Bei Brüssel. Okay. Eigentlich darf man nicht angehen. Da, wo wir gerade hinfahren, oder? Ja. Das ist mies, und bei 80. Okay, du sagst 80? Ich sag 85.330. Zürich. Alter. Warte, die andere Strecke. Ach, scheiß drauf, das kann ich nicht. Okay. Weiter. 900.
meinst du? 1000. Frage war. Boah. Oh. 1270 einfach. Yes. Genau, du hast gewonnen, aber du hast nicht genau drauf. Hast du erst nicht geschafft. Hä? Wie genau drauf hatte ich geschafft, 60, ich bin Tiger an sich. Ja, okay, aber... Ich muss auch mal schauen. Sollen wir... Ja, wir nehmen nichts mit, wir gehen ja nur kurz raus. Ja, die Frage ist, wir sollen wir lieber mal nachfragen, wenn ich das hier ins Werk fährt oder so? Ich glaube, wir das tun, der fährt am gleichen Gleis wie ich. Hat einfach kein Mensch hier. Kein Mensch. Oh mein Gott. Ich hoffe, da gibt es einen Automaten, wo man sich was kaufen kann. Und wenn wir hinten gegangen, da sind wir vorne. Wir gehen hinten rum. Wir gehen aus dem Zug raus und gehen in den vorderen Zug, dann ist die erste Klasse vorne. Okay. Aber? Das ist Kopfplatten. Ja, ich. Ja.